Hallo, und da sind wir wieder mit einer weiteren Folge des Rennsimulators. Weiter geht's mit den Tieren und mit unseren Schweinchen, mit den Hühnern. Und dann wollen wir natürlich unser Bauprojekt weiter vorantreiben, sprich den Hühnerstall fertigstellen. Vielleicht schaffen wir es heute. Und wir wollen ja danach die Hühner umsiedeln, in der Hoffnung, die vermehren sich dann hier besser oder wie auch immer. Was hilft besser vermehren, in der Hoffnung, wir kriegen die schnell voll, dann haben wir insgesamt 60 Hühner und dann kann der Stall hier drüben weggerissen werden und haben dann wieder Platz an der Einfahrt. Danach wollte man den Getreidespeicher fertigstellen. Ja, mal schauen, wie sich das so in nächster Zeit entwickelt. Ich würde sagen, wir schauen erstmal nach unseren Schweinen. Naja, die sind ja schon ein bisschen gewachsen. Schön. Ja. Bilde ich mir ein, die sind gewachsen. Nicht viel, aber doch. Gut, schauen wir bei den Hühnern, wie es da aussieht. Einmal mit den Eiern. Und einmal mit dem befruchteten Ei. Gestern in der Folge hatten wir ja ein befruchtetes Ei wieder reingelegt. Oder wir denken, oder ich denke zumindest, dass es befruchtet war. Einfach aus dem Grund, weil dieser dunkle Fleck dort war. Und habe Hoffnung, dass dort ein Küken schlüpfen wird. Ich habe natürlich nur keine Ahnung, wie lange sowas dauert. Das wird sich zeigen. Was haben wir denn noch? Irgendwo ein Ei hier draußen wieder versteckt. Das dort. Draußen wie immer kein Ei. Aber ich denke mal, drinnen wird schon noch was sein an Eiern. So. Schauen wir doch mal. Ah, auf jeden Fall sieht's gut aus. Ein paar sind noch da. Wie sieht es hier rechts mit dem aus? Das liegt noch da. Das lassen wir auch da liegen. Sozusagen den ersten Tag heute. Mal schauen, wie lange das dauert, bis das Ei entsprechend dann geschlüpft ist. Oder das Küken geschlüpft ist. So. Okay. Das war's für einen Moment. Ich würde sagen, gehen wir mal in unsere Werkstatt und durchleuchten die Eier. Vielleicht haben wir ja Glück. Und es ist noch ein Ei befruchtet. Mal schauen. Nicht so aus, ne? Ich denke, das, was wir gestern hatten, das Mensch, wo ich gesagt habe oder wo ich den Verdacht habe, das ist befruchtet, denke ich, da liegen wir schon ganz gut. So, vier zum Verkauf. Nö. Sieht meiner Meinung nach, sag mal, sieht meiner Meinung nach nicht so aus.
So, weiter geht's. Nö. Gibt's ja gar nicht. Sag mal, wie kann man sich so anstellen? So, das sollten jetzt alle Eier gewesen sein. Und ich glaube, hier ist wieder, weil das sieht so komisch aus. Seht ihr das? Bild mir ein, das ist befruchtet. Also nehmen wir das da rein. Das war das Richtige, ja. Und das würde ich sagen, schaffen wir wieder in den Hühnerstall. Und legen es einfach neben das andere. So, hier gleich nochmal sauber machen. Sehr schön. Also wenn ich das richtig verstanden habe, dann haben wir jetzt zwei befruchtete Eier, wo wir dann auch zeitnah irgendwann jetzt Küken bekommen. Sagen wir, machen wieder unsere Runde. Das heißt, zum Baumarkt fahren. Ne, Baumarkt sage ich schon, zum Laden. Holen dort gleich nochmal zwei Säcke Weizen, weil wir wissen ja auf jeden Fall, hier müssen wir nachher auffüllen. Spätestens abends ist das leer und da braucht man dann den Weizen. Haben wir für morgen dann gleich wieder was. Und danach. Hätte ich gedacht, mach mal Holz. Na genau. Man kennt's. Ach, hier kennt man ja einen Burgerladen. Mein Gott. Verwirrt heute. Darf zum Wochenendsbeginn. Doch schön. Wildfleisch wäre heute im Angebot. Wäre natürlich schön, wenn ich ins Hirsche treffen würde. Dann fahren wir doch mal Richtung Laden. Vielleicht haben wir Glück. Wären wir mal gestern Abend nicht so voreilig gewesen und hätten das Wildfleisch verkauft, schade. Als ob ich geahnt hätte. Hätten wir schön teuer verkaufen können jetzt. $78. Auf jeden Fall nehmen wir wieder die 4 Säcke Weizen, nehmen wir auf jeden Fall mit. Den brauchen wir schon, den Weizen. Also das ist kein rausgeschmissenes Geld. So, und den noch. Dann haben wir es.
natürlich klar, es ist nicht ein Wildtier irgendwo zu sehen. Dann gibt es wieder Tage, da rennen die uns vors Auto. Wir fahren nochmal kurz Richtung Tankstelle weiter. Manchmal ist es dumm, dass man irgendwo was sieht. Gut, dann bringen wir den Weizen weg und dann würde ich sagen, machen wir Holz für den Hühnerstall. Ich glaube, Metallplatten haben noch gefehlt. Da ist was. Sehr schön. Haben wir doch mal einen erwischt. Man natürlich gleich Munition kaufen können. Ah ja. Morgen. Müssen wir morgen dran denken. Na? War der nicht hier drüben? Da war er. Genau. Komm, Boschi. Rein mit dir hier. Einmal Wildfleisch. Was ich aber sagen würde, was man jetzt auf jeden Fall noch kurz im Burgerladen wegschaffen. Also das müssen wir ja mitnehmen, wenn es jetzt gerade im Angebot ist, dass es mehr Geld bekommt dafür. Dann wollen wir die Talerchen natürlich schön einsacken. Gar nicht, wie war der Preisindikator? 1,7 oder so? Ist das richtig in Erinnerung? Ja, okay. Schade. Sich nicht unbedingt. Ja doch, ein bisschen. Ein bisschen ist es. Wir haben den Weizen wieder drin. Mit unseren Verkäufen heute. Also wird der Tag plus minus null. Das ist ja auch in Ordnung. Die laufenden Kosten gedeckt sind. Damit haben wir ja wohl schon was erreicht. Es ist ja jetzt nicht so, dass wir am Hungertuch nagen. Aktuell, wir haben ja Geld. Also man könnte ja eigentlich sich die Metallplatten schon im Baumarkt dann holen. Aber erstmal machen wir Holz. Da brauchen wir jede Menge. Das zieht sich schon noch eine Weile. So. Und ja, können wir gleich mal gucken. Ah, hier ist schon leer, wie gesagt. Seht ihr? Schön abgewartet. Super. Naja, genau. Ist klar. Im Auto gestanden, ist ja auch nicht verkehrt. Okay. Der rein. Können wir das doch schon wieder vorbereiten hier. Dann haben wir drei Säcke da. Das reicht erstmal eine Weile. Was zum Saubermachen hier irgendwo. Schweine sind recht pflegeleicht, so kommt mir das vor. Ja, nichts mehr. Okay.
Ich würde sagen, wir holen Holz. Eine volle Fuhre. So, Platz machen. Mach unten eine Einfahrt weiter. Dass wir da Platz kriegen. Genau hier so. Gucken, wie viele Bäume wir mal drauf kriegen. Vier Bäume, das wäre natürlich schön, so 3 bis 4 Bäume. Aber ich denke, das sollte klappen. Die großen lohnen sich natürlich schon, ne? Wenn ich sehe, da sind da gleich ein paar Stämme mehr. So. Jetzt bist du an der Reihe. Den noch? Kriegen wir den noch weg? Wäre nicht schlecht. Dann würde sich die Fuhre lohnen. So. Sieht zwar ein bisschen komisch aus, aber naja. Nicht? Also. Auf geht's. Oh Mann. Auf geht's in die Werkstatt. Mach mal gleich die Bretter draus und dann ab in den Hühnerstall damit. Sind wir wieder einen Schritt weiter. Auf geht's zum fleißigen Holzschneiden. Ist das ausgeschalten hier? Ne. So. Ordnung muss sein. Ist noch drin im Kanister. Den nehmen wir das nächste Mal zum Tanken mit, dann ist er gleich wieder voll. Natürlich recht zeitaufwendig das Holz schneiden, ne? Ist klar. Schön, wenn man die Stämme irgendwo reinlegt und die Wege zieht sich die Stämme automatisch rein, das wäre natürlich klasse, aber ist nun mal leider nicht. Also heißt es
Handarbeit und fleißig sein. Ich stelle mir das schon schick vor, wenn das dann fertig ist, wenn ich so rausschaue mit dem Menü darstellen, dann müssen wir auch noch die Zäune drum ziehen, stelle ich mir schon schick vor. Beim 60 Hühner, wenn die voll sind, die Bienenstelle, ist doch bombig. Mittlerweile hat man speziell das Vorratslager, was wir uns ja vorgenommen hatten, ein bisschen zu füllen. Natürlich komplett geplündert, aber naja, was soll's. Alles nicht schlimm, hat uns ja auch gutes Geld gebracht, muss man ja auch mal sagen. Es hat uns gut vorwärts gebracht, ne? Dass wir das verkauft haben. Hätte man vielleicht schon viel eher machen können. Der Holzstapel so umgekippt. Okay. Sehr nervös die Bretter, so wie die wackeln. So haben wir es ja gleich. Können wir verladen. Legen wir die Bretter in den Hühnerstall. Könnte man morgen Metallplatten kaufen. Ja. Klingt nach einem Plan, würde ich sagen. Was wir vernünftig machen, ne? Letzten noch. Dann haben wir es da schon. Da müssen wir natürlich jetzt durch. Jeden Tag ein bisschen sägen. Aber ohne Sägen kommen wir nicht ans Ziel. Wenn wir wollen alle Bretter kaufen, das dauert zu lange. Hier war da das Geld zusammen für die ganzen Bretter. Nur durch Eier oder durch die Schweine finanziert. Nee. So ist schon gut. Doch ein bisschen was zusammen. Hat sich gelohnt, meiner Meinung nach. So. Auf geht's. Einundvierzig, neunundvierzig, 57, 65 von 100, na bitte. Geht doch vorwärts, doch schön. Was machen die Schweine? Mal da nochmal reinschauen. Ist wieder so ein schöner Sonnenuntergang hier. Warum stehst du hier in der Ecke? Bist du beleidigt? Schön Lampen mal einschalten, ne?
Das finde ich natürlich ein bisschen schade, dass die nicht automatisch zu einer gewissen Uhrzeit dann angehen. Das wäre schön, dass man die nicht jedes Mal anschalten muss, ne? Doch, doch, die sind definitiv gewachsen. Das dauert nicht mehr lange. Boah, das hält nicht mehr lange. Das geht doch recht flink. Supi. Sehr gut. No. Muss hoffen, dass die beiden Eier dann irgendwann mal schlüpfen hier. Na, die Befruchteten. Wenn das so funktioniert, wie wir uns das denken. Und dann läuft das doch ganz, ganz gut aktuell. Okay, Leute. Ich würde sagen, das war's für heute. Haben wir ja ein bisschen was gemacht, sind ja ordentlich vorwärts gekommen. Haben Holz gemacht für die. Für den Hühnerstall, der ist nun fast fertig. Also die 35 Holz, die da fehlen, die sind morgen dann schnell gemacht in der nächsten Serie. Das bisschen Metall noch geholt und dann ist der fertig. Dann heißt es noch den Zaun kurz drum ziehen und dann können wir da die Hühner schon reinschaffen. Ansonsten würde ich sagen, ich bedanke mich ganz dolle fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Einen schönen Abend euch und dann bis bald, sagt euer Atze Grünkohl.